Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video bei uns auf dem Kanal von BV Mainz. Ich bin heute nicht allein, ich habe den Gerd mit dabei. Den habt ihr jetzt ein paar Mal schon hier gesehen. Und heute wollen wir mich trainieren. Gerd, was machen wir heute? Also, Ziel ist heute Pendel. Ja. Sergios große Baustelle ist das Pendel hinter dem Rücken. Das heißt, wir wollen etwas gerader pendeln. Wird spannend, auch für mich das erste Mal, sowohl vor der Kamera als auch jemanden gerade Pendel beizubringen, der massiv hinterm Rücken ist. Und wir wollen ein bisschen, wir wollen ein wenig schauen, dass die Abgabe besser wird. Das heißt, er will ein bisschen mehr Rotation haben, aber wir fangen heute ganz einfach an, die ersten zwei Schritte und versuchen ein geraderes Pendel zu machen. Ganz gerade wird schwierig, ist eine Riesenbaustelle. Leute, die hinterm Rücken pendeln, denen ist das sehr schwer wieder rauszukriegen. Aber wir geben unser Bestes, Sergio wird es machen, ja. Schritt für Schritt, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, ich denke mal, gerade wenn wir den ersten Schritt ein bisschen anpassen, wird es deutlich besser, weil das ist mein großes Problem. Ich bin viel zu spät im Timing. Ja. Wir nehmen mich hauptsächlich jetzt so von dieser Perspektive und von hinten auf. Du wirst wahrscheinlich zwischendurch mal von der Seite mal eine Aufnahme machen, die viel besser ist für diese Timing-Sachen. Schick's mir dann zu und dann bin ich das ins Video mit ein. Ja. Kannst mir per WhatsApp einfach schicken. Ja, dann würde ich das sogar machen. Als Slow-Motion-Aufnahme würde ich das mal von der Seite machen, und zwar gerne am Anfang und gerne genau, ganz am Ende, damit wir vielleicht sogar einen Unterschied sehen. Hoffentlich. Also ich habe heute mit einem Jugendspieler trainiert, der hat dann quasi den ersten Arm nicht hier gehabt beim dritten Schritt, sondern hier. Also es ist minimal, er sagte, für ihn sind es Welten, es waren Welten bestimmt vom Gefühl her, aber vom Zugucken war es minimal. Aber es war eine Änderung, der hat sehr, sehr gut gespielt. Gleiches erwarte ich natürlich heute vom Kollegen Sergio. Selbstverständlich. Also, lass uns dann mal loslegen. Let's go. Gut, was soll ich jetzt machen? Also, wir spielen erstmal den Räumer links. Oh ja. Das heißt, da können wir direkt anfangen. Die Kamera ist für die ersten zwei Schritte. Das passt. Ich würde aber erstmal gerne für das gerade Pendeln einmal kurz nur nach vorne gehen. Mhm. Und zwar, dass du in eine Endposition gehst. 45 Grad, der rechte Fuß nach hinten. Ja. Knie. Ja. Und dann einfach pendeln, zweimal und dann nach vorne werfen. Also No-Step-Drill. Ein No-Step-Drill, aber nur ganz kurz, nur damit wir mal eine Baseline hinkriegen. Ja. Okay. Sogar noch geräumt. Sehr schön. Ja, was da direkt sichtbar ist, ich zeig's dir einfach mal, was du gemacht hast. Du stehst da. Und machst nicht Pendel, sondern du machst hier auch schon. Du pendelst, also mit den pendelst, du pendelst schon nach hinten. Okay. Deswegen folgendes als No-Step-Drill. Du stehst wirklich nur da. Wir können auch gerne nochmal nach hinten gehen. Vielleicht kriege ich es besser hin. Dass du wirklich da stehst. Und warte, wir können mal. Du kannst mal einmal, gib mal den Ball bitte. Stell dich mal hin, ohne Ball, in der Endposition. Okay. Und jetzt pendel mal gerade und ich bin einfach nur hier der Arm. Genau. Genau, du stößt immer gegen mich, merkst du das? Das ist aber für mich nicht gerade gefühlt. Das ist das Problem. Ja. Gerade ist das. Das. Okay? Ja. Genau, genau. Das muss sich für dich anfühlen, als ob du mit dem Arm hier diesen machst. Aber ich muss bewusst, glaube ich, gerade genau. Nach rechts. Das ist für mich, als würde ich den nach rechts ziehen. Du pendelst, wenn man das sieht, ich weiß nicht, ob man das in dem Video jetzt sieht, pendelst du so. Du pendelst gerade. Ich mache das auch. Ich pendel, guck mal, wenn du jetzt guckst, gerade. Gerade. Okay. Das ist nur am Anfang eine Gefühlssache. Du hast dich über die Jahre, es sind ja mittlerweile auch Jahre bei dir, ja. Hast du dich daran gewöhnt, dass das sich richtig anfühlt. Und das ist das Problem. Ja? Genau. Und dann loslassen, wenn du dich so weit fühlst. Ja. In dem Moment, wo du loslässt, geht dein Arm wieder massiv nach hinten. Echt? Ja. Okay. Man sieht es in dem Video bestimmt, die ersten zwei waren gerade und in dem Moment, wo du merkst, also wo du sagst, jetzt will ich loslassen, geht dein Arm nach hinten. Aber ich glaube, weil ich immer noch mit Kraft versuche, dann nach vorne zu kommen. Dann lass uns den nächsten Schritt machen. Guck mal kurz bitte mit. Vorteil jetzt ist, Sergio nimmt einen 10er Hausball. Viel leichteres Gewicht als sein 15er Ball. Und dann versuch mal gerade zu pendeln. Ah ja, okay. Ja, ist okay. Ändert am Wurf nichts. Der Wurf ist gerade, ist super. Was ich will ist, oder was du sehen wirst dann im Video gleich, du machst es immer noch leicht nach hinten. Wir werden was an deinem Oberkörper noch anfassen. Ich glaube, der Oberkörper ist es. Nur für das gerade Pendel jetzt. Okay. Wir haben noch keinen Schritt gemacht. Ich würde gerne noch mal mit dem Zehner machen. Ich zeig's dir einmal kurz. Also bei dir geht sehr viel über die Schulter. Du machst nach hinten auf. Ja. Aber
du gleichst da nicht aus mit nach vorne kommen. Also ich mache das auch, aber wenn ich jetzt zum Beispiel stehe, komm mal gerne mit, du kannst dir das von hinten angucken mit dem geraden Pendel. Es geht um diese Bewegung. Du machst das und hast das. Was du machst, ist, du machst das und kommst wieder zurück. Und dadurch bist du, wenn du nicht genau triffst, unter deinem Körper. Ich glaube, das ist eine ganz große Baustelle. Und dann wirst du zu kurz und dann dreht der Ball sich immer nach links weg. Ja. Und was du versuchst, ist, wenn du das machst, dass du wieder zurückkommst. Und als Haltepunkt geht der linke Arm nach oben, damit du hier eine Steifheit im Oberkörper erreichst, also zwischen den Schultern. Aber die Frage ist, ich glaube, das, was du sagst, dass ich unbewusst die Schulter aufmache, ja. Das hatte ich selber schon gesehen in ein paar Aufnahmen. Ja. Aber eigentlich wäre es ja, das rauszubekommen. Genau. Und deswegen wollen wir jetzt was Neues machen. Wir machen jetzt einfach den Drill, dass du, also es ist wirklich nur der Drill, wir machen gleich die anderen Schritte, aber das ändert ja nichts daran, dass du dann gerade pendeln musst. Du musst wirklich versuchen, das gerade, ich habe hier auch den Arm so, und dadurch erzeugst du einfach eine Festigkeit. Ich benutze sogar den Arm, wenn ich nach vorne gehe, zum Zielen. Also ich weiß genau, das ist meine Kante, auf die ich ziele. Ja. Und wenn ich das mache, treffe ich genau den Punkt, den ich treffen will. Ja. Natürlich jetzt schon ein bisschen Umdrehung, aber es geht ums gerade. Und das ein bisschen rauskriegen. Ja. Ich würde sagen, würdest du nochmal versuchen, mit einmal mit deinem Ball, dass du einen geraden Wurf machst? Also werfen oder vorne stehen? Einmal nur nach vorne stehen, das Rollen sozusagen, und dann wieder an den Schritte. Ja, du schwingst massiv nach hinten. Das war überhaupt nicht gerade. Er war nicht so krumm und schief wie sonst. Also gefühlt war der hier. Ja, bei der Abgabe. Weil du neigst dazu, dann rumzugehen und reinzudrücken. Okay. Und deswegen hast du das Gefühl, aber vom Schwingen her war das gerade als die anderen. Okay, wir schauen uns die ersten zwei Schritte an. Schritt 1 so kurz wie möglich. Der ist gut. Ja. Okay. Ja, wir konzentrieren uns jetzt auf die ersten zwei Schritte. Das Pendel wird wahrscheinlich eine logische Konsequenz sein. Ich glaube, das hat viel mit deinem linken Arm zu tun. Weil ich ja auch durch den Kraftaufwand immer... Du überdrehst und durch das Überdrehen hast du dann diese Unkontrolliertheit auch am Ende. Und das können wir aber stabilisieren mit dem linken Arm. Die ersten zwei Schritte. Mach nochmal einen Wurf, wie du ihn kennst, und dann schauen wir mal auf dein Timing. So, erster Schritt. Mit dem zweiten geht der Arm vor. Jetzt, zu spät. Ja, ein Schritt zu spät. Okay. Ball und alles, Balllauf ist irrelevant. Okay, du fängst mit dem dritten an und nicht mit dem zweiten. What? Also, ja, man hat es gerade eben sehr massiv gesehen. Krass, ich habe extra darauf geachtet. Ja, weil du bist quasi 1-2 und dann läuft der dritte und dann fängt dein Arm erst an, sich zu bewegen. Was du willst ist, ich kann mal parallel laufen, was du willst ist, du hast den Ball ganz locker in der Hand, stehst ein bisschen im Knie, dann machst du 1 und 2. Und in dem Moment, wo der zweite Schritt den Boden berührt, geht deine Hand auch schon mit nach vorne. Und jetzt. Zu spät, halber Schritt. Das ist eine sehr große Umstellung. Du bist einen halben Schritt jetzt zu spät gewesen. Du machst wirklich, wenn du den Schritt hast, ich mach's mal von der anderen Seite, nur die ersten zwei. Du machst wirklich, du stehst da, machst 1 und 2. Ja. In dem Moment, wo der nach vorne geht, ist das. Die Konsequenz ist, dadurch, dass du schon anfängst zu pendeln, kommt das zustande. Das heißt, wenn dein wenn der dritte Schritt den rechten Fuß passiert, kommt dein Arm, dein Pendel nach hinten. Und dann bist du in einem ausgeglichenen, geschmeidigen Timing, wie es aktuell beim Bowling gelehrt wurde. Also es ist so ein kleiner Punkt, den man beachten kann. Aber dadurch musst du schon im zweiten anfangen oder mit dem zweiten anfangen. Also nimmst den mit. Aber das ist ja im Kopf bin ich. Im Kopf bewege ich meinen Arm sogar schon, wenn mein linker Fuß aufsetzt. Genau. Und wenn er aufsetzt, muss dein Ball schon auf dem Weg nach unten sein. Und jetzt. Ja. Ist immer einen halben Schritt zu spät gerade. Ja. Der hat sich auch gut angefühlt, ne? Nein. Okay, aber der war einen halben Schritt zu spät. Zu spät? Ja. Wenn ich sage jetzt, dann ist das schon hier. Also so. Du musst quasi, also andere Übung. Ohne Ball wieder. Und wenn du normal läufst, wie bewegen sich deine Arme zu den Füßen? Genau, versetzt. Ja. Es gibt, ich glaube, eine japanische Gehtechnik, die das Gegenteil macht. Wir hatten das in der Schulung für den Trainer, ja, dass du quasi wie so ein Roboter läufst. Das heißt, du läufst so.
Fühlt sich blöd an. Die Japaner, also einige Japaner schwören drauf, weil das effektiver ist, weil du quasi das Gewicht mit nach vorne nimmst. Gott, fühlt sich das allein an der Hüfte ist genau. Das. Aber deine erst, also dein erster Pendelschritt, also der zweite Schritt von deinem Anlauf, ist genau der. Das heißt, wenn du das machst, fängst du an, machst 1, 2, 3, 4, 5. Das heißt, der erste Schritt geht zusammen. Ja. Und in dem Moment, wo du das machst und dann erst anfängst, bist du ja schon vorbei hier unten und dann kommt dein Pendel gerade erst nach unten. Aber du bist schon längst vorbei und das meine ich mit zu spät. Du hast nur eine Chance, das zu erreichen, weil das Pendel wird immer hoch und alles, das passt, immer. Aber du kannst es nur erreichen, diesen Timingpunkt zu erreichen, wenn du mit dem Schritt anfängst. Das heißt, du machst das und das. Ja? Das kann man gut vor dem Spiegel trainieren. Das ist wirklich 1, 2. Immer wieder. 1, 2. Du fängst wirklich an. Wenn der aufsetzt, ist es schon so. Du machst die Bewegung parallel. Was du machst, ist 1, 2 und dann auf den dritten. Das ist zu spät. Und jetzt? Ja? Ein Hauch zu spät, aber nicht viel. Jawohl, viel besser. Das war dein erster richtig guter. Jawohl, jetzt hast du es. Okay, ich sag gerade meinem Kopf, sobald die Hacke vom linken Fuß auf dem Boden ist, ja, genau das mal ist los. Es. Genau das ist es. Ja, du hast sehr viel Zeit. Ich habe jetzt nicht gesehen, ob du hinter deinem Rücken warst, aber du sah von der Seite viel besser aus. Was du erzeugst damit ist, wenn dein Ball den höchsten Punkt erreicht hat, erzeugst du dir Zeit. Ja. Du hast Zeit, dich auf deinen Wurf, also auf deine Hand zu konzentrieren. Du pflückst den Ball von da einfach und nimmst ihn mit. Du führst ihn nach unten. Das hat nichts mit Rotation, du hast einfach Zeit. Plötzlich kannst du dich auf ganz andere Sachen konzentrieren. Zweiter Schritt. Eins und hopp. Jawohl. 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 Ach, trifft sogar der Mann, das ist ja unfassbar. Jawohl. Timing sehr gut getroffen bei dem Wurf. Der andere davor war ein Tick zu früh. Ja. Da müssen wir auch aufpassen. Sergio? Ja. Das Timing jetzt bei dem Räumer war sehr gut. Bei dem Anwurf warst du ein Tick zu früh. Du hast die Bewegung angefangen. Da war der erste gerade zu Ende und der zweite war noch nicht mal auf dem Boden und da hast du schon mit der Bewegung angefangen. Aber der Räumer war vom Timing her super. Genau auf dem zweiten. So, bitte die Spur vorkam. Lass uns mal nochmal versuchen. Ich laufe jetzt mal neben dir her und dann stupse ich dich an, wenn es losgeht. Also du läufst deine Schritte und ich sag dann, also ich sag nicht, sondern ich mach dann so. Jo, ja? Hat Marc auch mal probiert. Oh. Und dann hat er mich auch noch angeschrien. Lauf, lauf, lauf! So, warte. Ja, du gehst dann vor. Das Problem ist, du gehst dann vor, ja. Aber ich will, dass du ihn runterfallen lässt. Also ich will nicht, dass du den nach vorne machst, weil das nimmt, weil in der Zeit läufst du ja auch. Und dann bist du immer diesen halben Schritt zu spät. Was ich will ist, du nimmst den und machst so. Und dann bist du. Aber wenn ich so mache, gehe ich ja vor. Und gerade sagst du mir, ich soll fallen. Ja, ja, aber der Unterschied ist, ich mache einen Schritt und das ist mein zweiter, dann bin ich schon da, während du dann noch den Schritt machst und dann erst fallen lässt. Das ist wie so ein Moment, wo du wartest, was passiert gleich? Ach ja, ich muss ja. Und dann fängst du nämlich an, den zu führen. Ja. Okay, dann das nächste, was wir üben, freies Pendel. Freies Pendel. Du erinnerst dich noch an die Übung? Ah, welche jetzt? Warte. Du wirfst jetzt nicht, du läufst jetzt nicht. Ah, ja, ja. Ja. Du wirfst mir den Ball zu. Mit Schritt oder ohne? Nee, einfach nur, genau. Du musst ja Platz machen. Alles gut. Und irgendwann nehme ich die Hand weg. Ja, ich sag dir aber nicht wann. Klar. Ich sag dir wirklich nicht wann. Ich hab's festgehalten. Genau. Automatisch. Genau. Als ich gemerkt habe, der geht durch. Ja. Boah, das geht aber auch gerade voll in die Knöchel. Wieder. Sobald ich merke, der Ball fällt, merke ich recht, anspannen, festhalten. Die Anspannung, also das locke Pendel, die Idee ist, du hast locker und du spannst erst an, wenn du ganz unten bist beim Pendel. Aber ganz unten, weil das ist dann die Rotation. Ich muss ja den Ball festhalten. Ich versuche gerade mal ein bisschen auf meinen Zeigefinger, dass ich zumindest das Handgelenk einigermaßen gerade mache. Wenn ich jetzt sage, okay, ich mache jetzt freien Pendel.
Das ist für mich frei. Okay. Also ich halte ihn gerade nur fest. Ja. Wie kriege ich denn das Kragen weg? Wie kriege ich denn das Kragen weg? Das ist unfassbar. Alles, was ich mache. Das Tragen. Ja, er trägt da den einen halben, einen Schritt. Trägt er ihn mit. Weil ich habe langsam, ich will ihm ja keinen Kram erzählen, aber das, was ich ihm sage, ist schwierig umzusetzen, glaube ich. Ja, er braucht schon Kern und Oberfläche, ne? Ja? Er braucht schon Kern und Oberfläche. Du bist zu schnell. Weniger tragen. Weniger tragen. Was? Weniger getragen, weil du bist halt in dieser Mitbewegung. Du fängst auch nicht anders hin zu tragen. Ja. Ja, er pendelt, aber es. Also du pendelst jetzt, definitiv. Du trägst ihn nicht mehr, aber du bist halt schon in dem Pendel drin. Und das kombinieren mit dem anderen Anwurf, dass du das machst. Und ja. das meine ich mit dieses, du bist dann schon im Pendel drin eigentlich, aber in dem Moment hältst du ihn fest und trägst ihn. Und dann kommst du ins Führen, weil alles ist bei dir angespannt. Ich glaube, das liegt aber viel dann daran, hier dran, dass ich gerade, also ich kann den Ball ja so kaum festhalten, aktuell. Also ich muss so ist es locker. Hör die Hand raus aus dem Ball. Wir fänden jetzt mal ein bisschen den Spann. Also geh mal nicht hin und mach den ganz weit weg. Mach mal eine Hand leicht dazwischen. Du hast dann zwar nicht mehr den Ball komplett rüber, aber es hält dir eventuell die Hand sauberer in der Pendelbewegung. Weil selbst wenn ich so machen muss, ne, drückt hier, und das kommt aber auch noch von anderen Sachen aktuell, aber ich kann ihn so, ich bin super verkrampft gerade. Deswegen auch runter mit dem Gewicht. Weil ich die ganze Zeit das Gefühl habe, ich muss mit der Hand, und sobald ich die Hand festhalte, habe ich hier und natürlich hier. Das ist der 15er Ball auch. Das Gewicht hat ein ganz. Nimm mal den 10er, wenn du das machst. Ja. Weil du kannst ja mit dem 10er Hausball, der keinen Kern und keine Oberfläche hat, machst du fast den gleichen Weg wie mit deinem Anwurfball, was nicht sein kann. Ja, er dreht sich sogar rein. Und das auf Öl. Ich meine, klar abgespielt, da sind jetzt, keine Ahnung, 15, 20 Spiele draufgelaufen. Trotzdem sollte das nicht passieren. Also sollte passieren, aber zeigt mir einfach nur, dass die Hand schon da ist. Und das liegt meiner Meinung nach am Gewicht auch. Weil du viel mehr Kontrolle hast mit dem, was du plötzlich machen kannst mit dem Ball. Das ist ja auch eines der Gründe, warum ich auf 14 zurückgehe. Ja, du, also, weil aber es ist ja so bei mir, sichtbar. Es ist bei mir so, also mein Spiel ist schlechter geworden. Seitdem ich die Handgelenkstütze, also ich hatte jetzt Handschuh, nicht komplett fest, ja. Aber mit diesem kleinen Metallding. Ja. Und zeitgleich bin ich auch 15 hoch. Ja, die Kombination hast du dir schon viel zugebucht. Ja, weiß ich jetzt auch. Aber du weißt auch, ich zahle doch gern Lehrgeld für verschiedene Sachen. Nein, das ist ja, das musst du aber irgendwo ein bisschen mal ausbremsen. Das war ein hartes Pendel. Weißt du, was das Geilste da dran war? Selbst dein Pendel war gerade. Geil. Also wirklich. Ich stand gerade dahinter und so, das war der geradeste Pendel vom ganzen Abend. Vielleicht sogar von diesem Jahr. Na gut, das ist nicht so schwer, aber auch vom letzten Jahr. Ja, komm, ein kleiner Karlauer. Das Problem ist halt, das was ich meine, du musst aus dieser Komfortzone raus, dass du anfängst, den hier so zu versteifen. Gerade ist es da ganz einfach, weil dadurch, dass ich den mache, genau. Trage ich den ja nicht selbst. Ja. Sobald ich jetzt aber, und davon nicht mal den 10 habe, ich bin ja jetzt so gerade in dem Gefühl, so ja. Ja, ja, mach mal das Gefühl weiter. Ums Gefühl geht's gerade. Ja. Was sagt dir dein Gefühl? Dass ich den hochgemacht habe und dann nicht getragen habe.
sah auch für mich so aus. Ich brauche mal eine andere Kombination. Oh Gott. Nimmst den Ball hier oben hin, machst deine Schritte. Der Ball ist jetzt ja ein bisschen länger unterwegs, der Arm. Also auch höher müsstest du den jetzt dann machen. Und dann lässt du nur reinfallen. Ja. Das, also da hat mich der Ball gerade getragen. Ja, also wenn du jetzt merkst und das fühlst, was es mit dir macht, dass du schnell wirst mit dem Arm. Ja, ich war das ja leichtes Ding. Aber du brauchst wirklich nichts groß an dem Arm, du brauchst nur fallen lassen. Also nicht beschleunigen, nur die Stärke. Ja. Also ich hatte und nicht das Gefühl, dass ich beschleunigt habe. Das fühlt sich aber anders an. Es fühlt sich anders an. Hier hast du den Auftrag, kannst du abladen, mit dem Arm geben. Ist der Arm in der Beugephase. Ja. Und je nachdem, wann du den Arm streckst und bringst, ändert sich auch wieder der Pendel. Weil sonst bist du hier mit einem anderen linken Arm. Sir, zweiter Aufruf. Wir bringen ja Tisch für Dominik, bitte. Bei dem hier unten geht nach vorne, das ist alles klar. Ja. Also, wenn wir es schaffen, dass du in dein Spiel reingehen, dass du mit dem Arm wirklich ich lerne mit, das ist gut. Das ist ja der Hammer. Das war der Hammer, ja. Ich hab, das war ja direkt ohne Festhalten und alles. Echt? Hat sich überhaupt nicht so angefühlt? Gar nicht. Wenn du das guckst, du hast den genommen und wirklich los. Du bist dann einfach durchgelaufen. Das ist echt krass, muss ich mal merken. Ja. Es ist nicht mehr dieses, genau. Und es ist ein wesentlich freieres Pendel. Was du natürlich dann hast, ist ein ganz anderes Timinggefühl und so weiter. Und das ist halt das, was ich meine. Wenn du jetzt da anfängst, verändert sich natürlich der Rest. Alles, was folgt, kommt aus diesen zwei Schritten. Aber es sieht unfassbar rund aus. Gerd und ich haben dann noch eine gute Dreiviertelstunde ein bisschen weiter geschnackt, aber nicht mehr am Training weitergemacht. Und ich habe jetzt eine fast eineinhalbstündige Trainingssession zusammengefasst in knapp 20 Minuten. Aber wir haben sehr, sehr viele Punkte angesprochen, wo ich hoffe, dass ihr euch ein bisschen was mitnehmen könnt. Gerade, dass man gemerkt hat, dass bei mir sowohl mein Pendel hinterm Rücken wie meine unstabile Ballabgabe alles von meinem ersten bzw. zweiten Timing-Schritt kommt. Das bedeutet, für mich ist der Fokus in den kommenden Wochen definitiv den freien Pendel wieder reinzubekommen. Bekommen, viel stärker daran zu arbeiten, dass mein Pendel muskelkraftlos ist und daraufhin dann alles aufzubauen. Ich werde jetzt mich wahrscheinlich ein bisschen ans Timing gewöhnen, aber auch diese Änderung wird nicht von jetzt auf gleich sein, sondern einige Wochen dauern. Und ihr könnt gerne unten reinschreiben, ob euch dieses Video gefallen hat. Das ist mal was komplett anderes, es ist einfach so eine Trainingssession. Aber ich dachte mir, ich zeige euch einfach mal, wie ich an Sachen auch tatsächlich arbeite. Gerade mit Marc, der noch dazugekommen ist und wirklich gute Tipps hatte. Und Gerd als Trainer hat man jemanden natürlich an der Hand, der einem da hoffentlich auch wirklich weiterhelfen kann. Naja, nicht hoffentlich, haben sie und ich habe es tatsächlich nach dieser Session bereits gemerkt. Ich werde hier so immer mal wieder so alle zwei Monate vielleicht mal so ein kleines Update machen, wie mein Spiel sich verändert. Aber das ist auch eins der Gründe, warum ich aktuell ja auch 14er wieder zurückgehe, denn die 15er Bälle haben mein ganzes Timing, mein ganzes Körpergefühl ist stark verändert, war keine gute Idee hochzugehen, aber dazu wird es auch dem nächsten Update geben. Wie gewohnt, falls ihr mal Training haben wollt, gerade dass wir eure YouTube-Videos analysieren, findet ihr unten in der Videobeschreibung einen Link dazu und hoffentlich sehen wir uns dann am kommenden Donnerstag zum nächsten Video.